Hallo liebe Basketballfreunde, heute wieder NBA Sonntag auf Ortspedia. Und bevor wir in die Sonntagsspiele gehen, ganz kurz ein Rückblick auf die letzte Woche. 5 Spiele gab es da, eine Kombi bei den Heimspielen der Cavaliers und Magic, die gingen gewonnen. 76ers haben hier auswärts easy gewonnen und die Magic daheim gegen die Wizards. Niederlagen gab es zur Primetime bei dem Spiel der Kings gegen die Celtics. Leider gab es nicht die gewünschte Punkteausbeute, da deutlich drunter. Und die Boston Celtics konnten auch nicht ihren Winning Streak fortsetzen. Dafür Easy Wins bei den Pelicans und den Nuggets bei den Grizzlies. Macht insgesamt ein Plus letzte Woche 0,4 Einheiten, zusammen 2,35, bei einer durchschnittlichen Quote von 1,8 und 12 von 19 Tipps hier auf YouTube bisher richtig gewesen. Bevor wir zu den einzelnen Spielen gehen, machen wir doch mal weiter mit einem Blick auf die derzeitige Tabelle. Im Osten mittlerweile führend mit einem Winning Streak von 7 Spielen die Milwaukee Bucks, Antetokounmpo wieder eine Wahnsinnssaison. Die Celtics, trotz jetzt Verletzungspech von Kemba Walker, denke der fällt das ein oder andere Spiel noch aus, böse zusammengestoßen beim letzten Spiel. 11 Siege, 4 Niederlagen, genauso wie die Miami Heat, die sind eine Überraschung für mich. Aber auch die Toronto Raptors hätte ich jetzt gerade ohne Leonard und auch ohne Lowry nicht so stark eingeschätzt, vor allem zum Beginn der Saison. Aber was da Pascal Siakam und Fred VanVleet kompensieren können, ist Wahnsinn. Und auch Anunoby ist wieder zurück und der Herr Norman Powell auch deutlich besser. Dahinter folgen die 76ers und die Indiana Pacers, auch noch mit einer positiven Bilanz und denke ich auch wirklich stark in den letzten 10 Spielen. 7 Siege, 3 Niederlagen und die Brooklyn Nets auf 7, die sehen wir heute Nacht. Genauso wie die Washington Wizards, die auf Position 9 sind. Und wen sehen wir heute noch? Das Tabellenschlusslicht, die New York Knicks, dazu dann später mehr. Heißt, wir gucken uns natürlich auch noch kurz an, wie es im Westen aussieht. Da, wie eigentlich schon in den letzten Jahren, die deutlich besseren Bilanzen. Die Lakers 14 Siege, 2 Niederlagen, dahinter dann mit jeweils 11 Siegen. Die Nuggets, die Rockets, die Clippers und die Jazz. Dallas hier mit 10 Siegen und 5 Niederlagen absolut im Soll. Und eine der positiven Überraschungen definitiv die Phoenix Suns, da hätte doch kein Mensch erwartet, dass sie nach 15 Spielen eine positive Bilanz haben. Vor allem, wenn du dann noch überlegst, dass ja da der ein oder andere nicht spielt. Schauen wir uns an im Spiel, wenn es geht, gegen die Nuggets. Die Kings auf 9, mittlerweile auch wieder besser gewesen, haben im November eine wirklich gute Bilanz. Die Pelicans haben sich etwas gefangen, 5-5 in den letzten 10 Spielen. Spurs absolut enttäuschend, das ist total ungewohnt, die so weit hinten zu sehen. Und ich glaube, die Grizzlies können sich bei ihren 5 Siegen auch nicht beschweren. Das hätte ich auch schlechter erwartet. Eher so wie den Golden State Warriors, die mit ihrem ganzen Verletzungspech das Ende der Tabelle bilden. Die Trailblazers, die absolute Enttäuschung bisher, haben jetzt auch die Notverpflichtung von Carmelo Anthony durch. Mit ihm gab es aber bisher 3 Niederlagen, allerdings hat er von 2-mal Lillard nicht gespielt und beim letzten Spiel gestern war er zwar wieder dabei, aber es gab trotzdem eine Niederlage. Die Oklahoma City möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Aber jetzt lass uns doch einmal zusammen auf den heutigen Spieltag schauen. Und zwar das Topspiel, die Dallas Mavericks gegen die Houston Rockets. Ich glaube, letzte Woche haben wir uns schon nicht beschweren können über das Spiel am Sonntag. Es war spannend, intensiv, aber auch nicht überragend. Heute mit diesen beiden Top-Mannschaften im Westen gehen wir doch mal davon aus, dass viele Punkte fallen. Es ist erstaunlich, was für eine Saison der Luka Doncic spielt. Hier habe ich nochmal die Leader der verschiedenen der beiden Teams. Doncic mit knapp 30 Punkten und einer überragenden Wurfquote von fast 50%. Harden mit 38, auch Wahnsinn. Er bekommt eigentlich fast immer Doppel- und Dreifach-Defense-Teams gegen sich gestellt, macht trotzdem die Punkte, hat auf der Kontraseite aber auch unglaublich viele Freiwürfe, die man erst ziehen muss, klar, und nimmt auch generell unglaublich viele Punkte. Und vielleicht eine kleine Überraschung bei Houston, nicht Russell Westbrook, der wandelnde Triple-Double im Schnitt eigentlich hat, weit von 10 Assists entfernt. Hier führt Harden im Team mit 8 Assists, hat aber auch 5 Turnover. Doncic ähnlich die Turnover, aber überall Leader bei den Mavs und
Wer hätte gedacht, dass er in der zweiten Saison jetzt schon so ein bisschen als Top 3 oder Top 5 MVP-Kandidat gilt? Lass uns noch einmal hier die Teil-Standings anschauen. Die Dallas Mavericks bisher mit 5 Niederlagen. 2 davon gegen die Knicks und 2 davon ultra knapp gegen die Portland Trail Blazers in der letzten Sekunde geschlagen und auch gegen den Tabellenführer, die Lakers, erst in der Overtime verloren. Houston mit 8 Siegen in Folge, doch die letzten beiden Spiele verloren. Da ging es dann gegen Teams, die so ein bisschen eher oben anzusehen sind in der Tabelle, und da haben sie gegen Denver den Kürzeren gezogen und auch gestern gegen die Clippers, allerdings beide Spiele auswärts. Dallas hingegen kommt von einem 4-Spiele-Homestand, da haben sie alle 4 gewonnen, gegen die Spurs, gegen die Raptors, gut gespielt, und dann 2 über 140-Punkte-Performances gegen Gurkenteams aus dem Osten, die Cavaliers und, wer hätte das gesagt, die Warriors. Das heißt, Dallas, die spielen jetzt in den nächsten 4 Spielen gegen 3 Top-Mannschaften, und ich glaube, dann kann man erst sagen, wohin die Reise geht. Die Teams, die sie schlagen müssen, mag oder sollten, um in die Playoffs zu kommen, haben sie bisher gewonnen, und abgesehen davon, dass sie gegen die Knicks 2-mal verloren haben, sind sie absolut im Soll. Die Rockets, ja, da müssen wir mal schauen, wie Harden und Westbrook denn zusammenspielen, wenn sie unter Druck gesetzt werden. Die 8 Siege waren wichtig in Folge, aber jetzt 3 Niederlagen gegen 3 Top-Teams können sich fast nicht leisten. Back-to-back, wie gesagt, jetzt gegen Dallas, das würde absolut für die Mavs sprechen, wenn sie nicht auch gespielt hätten gestern. Allerdings, glaube ich, haben die sich deutlich mehr ausruhen können als Houston bei dem Spiel gegen Cleveland. Wenn wir mal auf die Quotenverteilung anschauen, ich kann mich mit einer reinen Siegquote hier überhaupt nicht auf eins der beiden Teams anfreunden. Das geht gar nicht. Wir schauen uns deshalb die Handicaps an. Generell ist mein persönliches Gefühl, dass Dallas vielleicht noch nicht ganz so weit ist, aber ein so unglaublich tiefes Team hat, das gegen Houston schon bestehen kann. Und mit bestehen meine ich auf jeden Fall das Spiel ausgeglichen halten sollte. Und am besten gefällt mir deshalb tatsächlich hier so ein hohes Handicap auf die Mavs. Die offizielle Line liegt bei 5,5. Ich denke, die kann man um eine Quote von 1,96 auf jeden Fall mitnehmen. Da macht man nichts falsch. Wir spielen aber hier ein bisschen pussyhafter und sagen, das ist jetzt hier meine wirklich Lieblingswette, eine plus 7,5 auf die Mavericks für eine 1,73 reicht mir absolut. Und die werde ich dann auch bei der Zusammenfassung und später einloggen. Bei meinen Over-Under-Tipps ist er auf YouTube noch nicht so richtig erfolgreich gewesen. Dementsprechend sollte sich das doch hoffentlich bei diesem Spiel ändern, wo natürlich die Buchmacher schon sehr, sehr viele Punkte erwarten. Macht ja auch Sinn. Beide können ruhig ihre 130 Punkte machen. Würde zu den Sonntagsspielen bisher passen, wenn die Line deutlich unter der offiziellen von 230 Punkte liegt. Ich behaupte oder hoffe jetzt einfach mal, dass heute Sonntagnachmittag in den USA beziehungsweise 21.30 Uhr unserer Zeit sehr, sehr viele Punkte fallen. Von daher werden wir hier über entweder über 230 Punkte einloggen oder aber wir kaufen uns hier auch noch ein bisschen schlechtere Quote. Eine 1,7 gibt es für 2,27. Ich bin ja so ein bisschen abergläubisch, und wenn ich bei der reinen Siegwette auf eine 1,7er Quote gehe, werde ich hier auch ein bisschen weiter runtergehen. Prinzipiell sollte man aber eigentlich immer die offiziellen Lines nehmen. Gefällt mir aber trotzdem noch gut, über 227 die 1,7. Dann auf zum nächsten Spiel. Nach dem Texas Derby geht es weiter mit dem New York Derby, die New York Knicks gegen die Brooklyn Nets. Vor der Saison haben die Nets gewonnen, und zwar den Kampf um Kyrie Irving und Kevin Durant, und dazu haben sie auch noch DeAndre Jordan dazu bekommen. Durant spielt ja wegen seiner Achillessehnenverletzung diese Saison wahrscheinlich gar nicht. Irving mit 28 Punkten und 7 Assists,
tolle Statistiken, ist jetzt allerdings verletzt, hat eine Schulterverletzung, die letzten 3 Spiele nicht gespielt und er wird auch noch mindestens eine Woche, glaube ich, aussetzen. DeAndre Jordan macht das, was er kann, ein paar Punkte und um die 10 oder mehr Rebounds. Wir schauen uns gleich mal die Tabelle und die letzten Spiele der Nets an, dazu dann noch mehr. Und bei den Knicks, die sind absolut enttäuschend, haben nicht nur vor der Saison verloren, keinen namhaften Free Agent bekommen, sondern auch dieses Jahr spielen sie absolut schlecht. Und Morris als Topscorer, nichts gegen Morris, aber der ist ein guter Roleplayer bei einem Contender, aber wenn er dein Topscorer ist, dann kann das ja nichts werden. Und Julius Randle mit 9 Punkten und 4 Assists, 9 Rebounds und 4 Assists, schön für den Herrn Randle, aber das zeigt auch schon, dass New York ein Point Guard Problem hat. Auch Dennis Smith Jr., der von den Mavs gekommen ist, spielt jetzt nur noch wenige Minuten, hat gegen Dallas zwar gut gespielt, aber das war es dann schon wieder. Also wirklich enttäuschend. Dementsprechend sind sie auch Letzter mit 12 Niederlagen und Coach David Fitzdale ist schon in der Kritik und der Stuhl ordentlich am Wackeln. Hier bei den Brooklyn Nets, die haben einen schwachen Start hingelegt, sind jetzt mittlerweile auf 7, haben von den letzten 5 Spielen 3 gewonnen. Und das Interessante ist halt, dass Irving dabei nicht war. Es hat irgendwie dann ein bisschen, finde ich, besser funktioniert vom Teamplay. Leider auch Caris LeVert ausgefallen durch eine Verletzung. Dafür Spencer Dinwiddie. Wirklich starke Spiele gegen Sacramento, gegen Charlotte. Und die Niederlagen gegen Indiana, so ein bisschen erwartbar. Auch gegen Denver kann man verlieren. Bei Sacramento muss man sich nur im Klaren sein, dass Bogdanovic dort auch noch gefehlt hat. Die haben ja einiges an Verletzungspech gerade. Dementsprechend würde ich den Sieg nicht zu hoch bewerten. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was für New York sprechen sollte. 2 Siege gegen Dallas. Ein Sieg hier am 15. November. Danach tatsächlich die Niederlage gegen Charlotte. Dann Sieg gegen Cleveland. Niederlage gegen Philadelphia und San Antonio. Von den Ergebnissen relativ knapp, aber zumindest was ich gelesen habe, war das ein Katastrophenspiel gegen San Antonio. Und jetzt ist die Frage, geht man auf das bessere Team oder spekuliert man darauf, dass die New York Knicks irgendwann mal jetzt zeigen müssen, dass sie für ihre Fans da sind und da wäre doch so ein Derby-Sieg relativ wichtig. Aber Brooklyn würde ich schon favorisieren. Aufgrund des Verletzungspechs muss ich mir noch überlegen, ob ich hier eine Wette platziere oder nicht. Beim Spiel der Washington Wizards gegen die Sacramento Kings, da macht auf jeden Fall ein Blick auf die Injury-Liste sehr viel Sinn. Aber vorher habe ich hier noch mir was anderes rauskopiert. Weiß nicht, wie viele so halb informierte Basketballfans bei diesem Video zuschauen. Aber wir haben bei den Wizards 2 Deutsche spielen. Und zwar sind das Isaac Bonga und Moritz Wagner. Und die spielen beide um die 20 Minuten. Bonga startet sogar das ein oder andere Spiel. Und Moritz Wagner hat relativ viele Würfe, was auch dazu führt, dass er mit 12 Punkten, 5 Rebounds eine wirklich ordentliche Saison spielt. Ich denke, ihn hat der Trade nach Washington von LA sehr gut getan. Kam ja im deutschen Doppelpack sozusagen. Auch Bonga wurde von den Lakers nach LA transferiert mit 4,5 Punkten, 3 Rebounds, 1,5 Assists. Auch eine ganz ordentliche Leistung. Aber ich glaube, das Wichtigste bei beiden ist, dass sie nicht nur Garbage-Time sehen, sondern auch ihre insgesamt 20 Minuten aufzocken. Wäre natürlich der der erfolgreichste ist, ist ganz klar bei den Wizards. Bradley Beal mit 30 Punkten, 7 Assists, ist er seinen Max-Vertrag auf jeden Fall wert. Ich glaube auch insgesamt spielen die Wizards eine bessere Saison, als man hätte erwarten können. Und die Kings nach dem schlechtesten Start in der Liga haben jetzt wieder Lunte gerochen, spielen ganz gut mit Buddy Hield,
19 Punkte. Der Topscorer hat ja letzten Sonntag ein Megaspiel abgeliefert mit 35 Punkte gegen die Celtics. Und auch Bogdanovic ist immer mal wieder für Topspiele gut. Und der Bogdanovic ist für mich auch das Zünglein an der Waage. Man sieht hier nämlich die Wizards mit einer 1,7-Quote, die Kings mit 2,5. Das müsste doch eigentlich dazu verleiten, dass man sofort auf die Kings geht, die auch definitiv noch mitspielen um die Playoffs im Westen. Und beide Teams haben gestern gespielt, aber das Spiel gegen Brooklyn hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Und Bogdanovic war wohl im Aufwärmen dabei in Brooklyn, hat dann aber nicht mitgespielt. Und hier ist auch die große Frage, ob er heute dabei ist. Wenn wir uns mal die Handicaps anschauen, denn ihr merkt schon, ich favorisiere die Kings oder sehe trotzdem 50-50. Also wenn ich jetzt auf die offizielle Line ist 3,5 oder sogar teilweise 4, wenn ich hier schaue. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit Bogdanovic sicher draußen ist oder sicher spielt. Also meine Reports, die ich so jetzt durchgelesen habe, da hieß es einfach Day-to-Day oder Game-Time-Decision. Wenn Bogdanovic spielt, dann würde ich hier definitiv auf die Kings gehen, denn die haben trotzdem noch ein gutes Team, spielen sehr, sehr schnell im Basketball. Washington auch. Washington ist aber sehr von Bradley Beal abhängig und wenn er vielleicht nicht ganz so gut aufzockt, dann ist es schwer, das zu kompensieren, während bei den Kings mehrere Leute ein gutes Spiel raushauen können. Also, wir lassen uns das hier so ein bisschen als Game-Time-Decision offen. Ich würde aber definitiv eine plus 4,5, plus 5, plus 4 einloggen, sobald man weiß, dass Bogdanovic aufläuft. Allerdings kann ich mir dann auch vorstellen, dass insgesamt die Quote auf Sacramento noch ein bisschen weiter runter geht. Schauen wir mal, ob die Kings uns heute glücklich machen. Letzte Woche haben sie uns ja ein Ei gelegt gegen die Kollegen aus Boston. Im nächsten Spiel die Denver Nuggets gegen die Phoenix Suns und finde ich ein spannendes Spiel. Die Suns gestern gegen die Timberwolves gewonnen, hat ja um 23 Uhr deutscher Zeit begonnen, habe ich mir dementsprechend auch angeschaut. Ich war sehr, sehr überrascht, wie Devin Booker einfach mal 35 Punkte macht, obwohl er gefühlt gar nichts getroffen hat. Dann hat irgendwann mal der Kommentator gesagt, Devin Booker steht schon bei 17 Punkten und ich denke mir, hä, wie soll das funktionieren, ohne dass er was trifft? Aber der Typ ist einfach unglaublich stark von der Freiwurflinie und natürlich auch aus dem Feld mit 52,5% Trefferquote, ist Wahnsinn. Upe Junior hat auch gestern gut gespielt, spielt insgesamt eine gute Saison, wie eigentlich alle Leute von Phoenix, die ja derzeit auf DeAndre Ayton verzichten müssen, immer noch wegen der Dopingsperre, insgesamt 25 Spiele, also irgendwann Ende Dezember wird er, denke ich, dann mal zurückkommen. Ricky Rubio ist verletzt, der Point Guard der Suns, den vermisst man auch schmerzlich. Und Aron Baynes, der Center, der verpflichtet worden ist, hat ja die Jahre davor bei Boston gespielt, spielt wirklich gut und er wird definitiv auch noch gegen Denver ausfallen. Und das lässt uns doch sehr, sehr viel darauf wetten oder behaupten, dass Denver dieses Spiel sicher gewinnen wird. Denn die sind nicht nur ein Top-Team, ein ausgeglichenes Team, sondern sie haben auch nicht Back-to-Back jetzt spielen müssen, wie Phoenix. Gestern mussten die nach Minnesota, dann jetzt von Minnesota nach Denver und dort warten ausgeruhte Denver Nuggets, die, na, schauen wir einmal ganz kurz die letzten Spiele, 4 der letzten 5 Spiele gewonnen haben. Und hier ist es für mich sehr, sehr interessant, jetzt das Spiel gegen Atlanta mal außen vor gesehen, da haben sie ja komplett versagt gegen den quasi Tabellenletzten mit den Knicks aus dem Osten. Aber danach gegen Brooklyn unter 100 Punkte gehalten, gegen Houston gewonnen, unter 100 Punkte gehalten, gegen Boston gewonnen, die unter 100 Punkte gehalten. Und gut, gegen Memphis haben sie 214 Punkte kassiert. Aber das Spiel war auch so schnell entschieden, dass man da, glaube ich, auch gerne mal die Defense ignorieren kann. Hier Phoenix gestern in Minnesota gewonnen, davor daheim gegen New Orleans verloren und die spielen gut, haben aber diverse Verletzungssorgen
Und deshalb schauen wir uns hier mal zwei Sachen an. Einerseits die Asian Handicaps. Minus 10 ist ungefähr die offizielle Line. Das ist schon eine Menge Holz, denn Phoenix kann natürlich auch sehr, sehr gut scoren. Da muss ich mir noch ein paar Gedanken zu machen. Wüsste ich jetzt nicht, ob ich gerade wegen der, ich sage jetzt mal, mangelnden Offensive von Denver wirklich eine Minus 10 spielen möchte. Ich denke, dass die auch souverän einen Vorsprung am Ende des Spiels verwalten können und dann vielleicht auch nicht mehr so auf die Tube gehen. Die Punkte finde ich aber sehr interessant. Hier ist die Line bei ungefähr 214, 215. Und jetzt haben wir gerade gesehen, Back-to-Back-Spiel haben wir hier und Phoenix knapp gewonnen, das heißt hohe Intensität beim letzten Spiel gehabt. Und die Frage ist, warum sollte Denver nicht auch die Suns unter 100 Punkte bringen, wenn Rubio ausfällt, wenn Baines ausfällt, wenn die gegen Minnesota, die jetzt nicht so die Top-Defense haben, nur 100 Punkte gemacht haben. Von daher denke ich, dass wir hier ein anderes Spiel sehen werden und ich würde tatsächlich auf minus 214 Punkte gehen für eine 1,9. Die anderen finde ich hier nicht so interessant. Also diese Wette loggen wir ein, beziehungsweise unter 215 wäre eine 1,8, wobei das dann auch schon wurscht ist. Alright, dann haben wir das letzte Spiel und das sind die Los Angeles Clippers gegen die New Orleans Hornets, die auch immer besser in Schwung kommen, auch mega viel Verletzungspech haben. Ingram, gute Saison, 26 Punkte, 7 Rebounds. Und das ist doch mal relativ spannend, wer die Season Leader bei den Clippers sind. Du hast Paul George, du hast Kawhi Leonard, aber der gute alte Lou Williams, 22,7 Punkte, Topscorer, 6 Assists, Top-Assistgeber und Montrezl Harrell mit 7 Rebounds, nicht ganz überraschend, der Top-Rebounder. Hier bei dem Spiel klare Vorzeichen, die Clippers sind eine Macht daheim, die Pelicans auswärts nicht wirklich. Dementsprechend schauen wir uns einmal die Asian Handicaps an, ob wir hier was finden. Wer hier meine Videos oder so Tipps ein bisschen mal verfolgt, minus 12, minus 15, minus 10, sowas gefällt mir eigentlich gar nicht. Deshalb hier souveräner Sieg der Clippers, aber es wird keine Wette geben. Und dementsprechend kommen wir jetzt zur Zusammenfassung unserer heutigen Sonntagstipps. Na gut, noch ein paar Gedanken gemacht und jetzt die Tipps. Ich habe jetzt wirklich länger noch überlegt, ob ich tatsächlich auf Dallas gegen Houston setzen soll oder dann halt einfach das Ganze aus Fansicht angehen sollte, ob das nicht besser ist. Aber ich habe mich jetzt für die Wette entschieden. Dallas gegen Houston über 227 Punkte und die Mavericks plus Handicap 7. Gibt jeweils eine Quote von 1,7. Dann beim Spiel New York Knicks gegen die Brooklyn Nets lassen wir die Finger weg. Die Nets sehe ich zwar deutlich stärker und ich glaube auch, dass sie gewinnen, aber mit den Ausfällen ist mir das zu gefährlich, ob nicht New York sich irgendwann mal entscheidet, für Trainer und Fans zu spielen. Bei den Washington Wizards gegen die Sacramento Kings gehen wir auf Sacramento plus 5, aber nur wenn wir herausfinden, ob Bogdanovic spielt oder nicht. Das heißt, sollte Bogdanovic aufgestellt sein und reguläre Minuten bekommen, werden wir sofort die Quote von 1,8 mit Kings plus 5 mitnehmen. Bei Denver Nuggets gegen Phoenix Suns hoffen wir auf ein Low-Scoring-Game. Die Spreads und Quote auf die Nuggets gefällt mir nicht. Dementsprechend nehme ich hier unter 214 Punkte bei einer 1,9. Und Clippers gegen Pelicans lassen wir die Hände weg. Und dementsprechend schöne Körbe für euch alle. Viele erfolgreiche Wetten. Was sind eure Ideen? Lasst einen Daumen da und die nächste NBA-Session gibt es wieder nächste Woche Sonntag. Bis dahin. Ciao, ciao.